Ho ho ho, frohe Weihnachten wünsche ich euch allen da draußen. Im heutigen Video werde ich euch die Weihnachtsgeschenke zeigen, die ich bekommen habe, sowie die Geschenke, welche ich an meine Freunde bzw. mein Serverteam verschenkt habe. Es gibt viele aktive Teammitglieder, welche freiwillig ihre Hobbys nachgehen und für uns bauen, programmieren oder auch einfach nur Ideen für neue Updates und Spielmodis geben. Und genau diesen Leuten möchte ich heute an Weihnachten etwas Gutes tun und sie mit einer unerwarteten Überraschung beeindrucken. Was ich mir Verrücktes ausgedacht habe, das seht ihr in diesem Video. Minecraft Comedy Montagen, alles gibt es hier. Brrra, ganz viel Necklace-Content. Wenn im Element mein Skill ist existent, wenn der Gegner vor mir rennt und sich die Verbindung von ihm trennt. Bevor wir direkt mit den Geschenken beginnen, wollte ich euch noch einmal danken. Ich streame derzeit aktiv auf Twitch jeden Mittwoch und Freitag und freue mich riesig über euren Support. Denn nur dank eurer Hilfe können wir einen solchen Minecraft-Server leiten und nun auch den Teammitgliedern etwas zurückgeben. Hast du also Lust, mich für weitere verrückte Videos zu unterstützen, dann abonniere mich einfach hier kostenlos auf YouTube und schau auch gerne auf Twitch vorbei. Kauft man sich dort einen Sub, dann erhält man einfach für 60 Tage den VIP-Rang auf dem Minecraft-Server tagless.net. Kommen wir nun zu meinen Weihnachtsgeschenken. Ich habe den Corsair Vengeance RGB Pro mit 32 GB RAM bekommen, sodass ich jetzt 64 GB RAM in meinem PC habe. Das ist halt schon wirklich ziemlich Next Level und irgendwie schon echt Overkill. Zusätzlich habe ich mir für die 500 Abonnenten eine neue Handscan gekauft und habe zu Weihnachten auch noch eine neue Maus bekommen. Die Corsair Saber RGB Pro Wireless. Boah, ey, immer diese langen Namen. Ich wollte einfach mal eine Wireless-Maus testen. Ist schon irgendwie ein nices Gefühl, eine Maus ohne Kabel zu benutzen, aber leider nimmt die Maus nicht so viele CPS an. Auch nicht bei Abuse oder Butterfly. Da ich die Maus aber sowieso eher zum Arbeiten und nicht zum PvP-Spielen benutzen wollte, ist dies für mich kein Problem. Jetzt habe ich euch aber wirklich lang genug auf meine verrückte Überraschung warten lassen. Ich wollte eine Tasse für jedes aktive Teammitglied designen und ihnen diese anschließend kostenlos zuschicken. Doch leider habe ich zuerst eine viel zu geringe Auflösung beim Design in Photoshop benutzt, sodass ich am zweiten Tag das Tassendesign noch einmal komplett von vorne machen musste. Schauen wir uns nun die erste Reaction von Tellem, also meinem Bruder, dem anderen Server-Owner an, was er von dieser Idee hält. Also, du weißt ja, heute ist ja Weihnachten, ne? Ja. Und, wir hatten ja gerade eben unsere Bescherung. Ja. Und ich habe dir ja noch nichts gegeben, ne? Ja. Ja. Also, ich sag's mal so, ich hab da was. Das ist wann hast du das gemacht? Gestern und heute. Als du da warst, ja. Es ist aber auch noch nicht ganz fertig. Das Coole ist, ich habe mir sogar was überlegt. Eine Sache für dich, aber dazu noch Sachen für unser Team. Aha. Das bezahle ich auch aus meiner Tasche. Und bist bereit, dir das mal anzugucken? Ja. Flyer-Alarm. Tagless Flyer eventuell wäre jetzt meine erste Idee. Tagless Tasse. Guck mal, eine Tagless Tasse wird das. Also so soll es ungefähr später werden. Und hier kommt so ein schönes Tee hin. Sieht doch übelst nice aus. Aber ich fühle es halt komplett. Ist mega cool. Ist cool, ne? Ja. Letzten Endes war es aber gut, dass ich das Tastendesign noch einmal komplett überarbeiten musste, weil mir der zweite Versuch vom Design viel, viel besser gefallen hat. Das fertige Tastendesign zeige ich euch aber erst nachher. Dann habe ich noch die anderen Teammitglieder gefragt, was sie von dem Design und der Idee halten. Es ist sogar was sehr, sehr Schönes. Und zwar vor allem jetzt die, die jetzt hier im Talk sind, was sehr, sehr gut ist. Ihr seid sehr aktive Leute hier in der Community. Zum Beispiel Manuel hat jetzt an sich nicht viel als Mod zu tun, das wissen wir. Aber du bist trotzdem aktiv, du bist nett. Aber vor allem auch Tellem, Ludwig und Max sind auch im Moment sehr aktiv, was auch den Server betrifft. Sie helfen mit. Und das Ganze wollte ich jetzt an Weihnachten einmal belohnen. Kommt es in ein YouTube-Video? Ja, das wird in einem YouTube-Video kommen. Müssen wir dann gleich nochmal ein gescriptetes Überreagieren machen? Nein, das müsst ihr nicht machen. Ich wollte einfach so reagieren, wie ihr normalerweise reagieren würdet, okay? Ich habe etwas für euch vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, ob es euch gefällt. Es ist aber auch noch nicht ganz fertig. Ich werde gleich genaueres dazu sagen. Ich streame jetzt einmal für euch und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Oh, seht ihr es? Ich sehe es. Es wird eine Tasse geben, die alle aktiven Teammitglieder bekommen werdet. Die ist auch noch nicht so fertig. Das ist nur der Prototyp. Mach das weg. Das hier ist noch weird, ne? Da bekommt jeder seinen eigenen Skin drauf. Punkt. Das habe ich auch schon überlegt. Das ist aber auch kacke, weil dann wird es wieder viel teurer, weil ich wollte 7 Stück bestellen und dann habe ich halt Massenrabatt. So sah halt die Vorschau aus und so sieht's jetzt aus. Ihr seht hier bei dem T ist viel hochauflösender. Und die andere Seite weiß ich noch nicht genau, wie ich sie mache. Könnt auch gerne Vorschläge sagen, ob ich das so machen soll mit Tellem und Meckles Kopf. Ich mach doch einfach alle Teammitglieder.
Das Ding ist, das mich halt auch wieder schwierig, weil das wird sich halt auch immer wieder ändern, so. Genau. Die Menschen, die die Tasten bekommen, bekommen auch einen Kopf drauf, hä? Die anderen haben die Taste doch eh nicht. Warte mal, mach's doch anders, schreib die Namen drauf. Auch wahr. Auch dieses Gespräch war äußerst wichtig, da das Team noch weitere gute Ideen hatte, um die Tasten noch persönlicher mit Erinnerungen zu designen. Daher habe ich anschließend am dritten Tag die Minecraft-Köpfe der Teammitglieder, die die Taste zugeschickt bekommen werden, auf das Tastendesign hinzugefügt. Zudem habe ich direkt die HD-Variante des Skins genommen und den Namen hinzugefügt. Ob das Design die Teammitglieder überzeugen konnte, das seht ihr jetzt. Ja, warum ist bei meinem Gesicht dein Skin? Weil du kein HD-Skin hast. Das finde ich aber ein bisschen abfuck, dass der da... Also, der macht doch wenigstens mein Vanilla-Skin drauf, Junge. Das ist ja nicht fertig. Ach so, oh, I see. Ja, also, so sieht das aus. Wie findest du das denn, Ludwig? Gefällt das dir? Also, außer jetzt, dass dein Skin jetzt noch nicht drin ist, ansonsten... Das Design finde ich nice. Also, hier am Techlist-Logo habe ich hier nichts geändert, weil es war ja so eigentlich fertig. War schön. Passiert. Ja, ja, das ist das Einzige, was noch fehlt. Weil er hat noch keinen HD-Skin, den bin ich noch dran am machen. Gefällt's dir denn so? Ich find's nice. Das ist doch schön. So sieht jetzt also das fertige Design der Tasse aus. Aber eine echte Version der Tasse kann ich euch leider noch nicht zeigen, weil die Tassen erst bestellt sind und noch geliefert werden. Da die Tasse nur für 5 ausgewählte Teammitglieder zur Verfügung steht, haben wir uns noch eine andere Überraschung für alle Teammitglieder überlegt. Sie können viele Coins auf dem Server, aber auch kostenlose Designs von mir gewinnen. Beispielsweise kann man ein HD-Skin, ein Profilbild oder auch ein Design je nach Wunsch kostenlos von mir bekommen. Mal schauen, wie viele Aufträge ich also nun bearbeiten muss. So, also, ihr werdet jetzt etwas bekommen. Slash Roll machen wir. Deox, das ist deine Sache. Du kannst jetzt etwas von mir gewinnen oder auch etwas vom Server. Zum Beispiel jetzt vom Server hast du jetzt ein teures Ticket gewonnen, okay? Also hast du jetzt noch nicht, aber hast du das gleich. Das ist, hat einen Wert von 1000 Coins und das kannst du dann selber dann später einlösen bei dir. Wir machen jetzt nochmal, jetzt machen wir für mich. Komm, Telem, weg das mal. Genau, jetzt machen wir für dich, richtig? Für Ludwig. Nein, ein HD-Skin, holy shit! Das ist der Hauptgewinn! Okay, du weißt, was es heißt, ne? Junge, GG ist, ich krieg eigentlich mein Gesicht auf der Tasse. Okay, Ludwig hatte so viel Glück, noch kein HD-Skin zu haben und genau dieses loszuziehen. Daher folgt nun eine Timelapse, in der ich seinen HD-Skin designt habe. Findest du es? Ja, doch. Finde ich, passt so. Also, ich finde ihn gut. Das freut mich. Wie lange Schätze habe ich dafür gebraucht? Du musst wissen, ich bin eigentlich nicht mehr so ganz in Übung, ne? Also. Lass mich mal überlegen. Wie lange hast du früher so für deine HD-Skins gebraucht? Sogar relativ unterschiedlich. Also, ich habe angefangen mit so 3 Stunden und dann wurde es halt immer weniger bis zu eine Stunde. Also, ich hätte jetzt so auf 1,5 oder 2 Stunden geschätzt. Okay, das freut mich, dass du es zu hoch schätzt. es ging ja eigentlich voll. Ich habe 45 Minuten gerade mal dafür gebraucht. Yo. Ich habe es mit einer Timelapse aufgenommen. Gut, stimmt. Du musstest nicht so viel von dem Anzug colern, ne? Ja, genau. Beim Anzug hatte ich halt nicht so viel zu tun, genau. Eben, dafür halt die Krawatte. Da habe ich halt ein bisschen mehrere Versuche gehabt, so wie die aussehen könnte. Also ich mag den. Jetzt muss er noch angenommen werden. Machen wir weiter mit der Verlosung bzw. mit dem Gewinnspiel. Ich brauche nichts, Mackles. Du brauchst nichts. Doch, wir lassen einmal für Telem. Doch, ja, das ist für Telem. Nein. Doch. Telem, was bekommt er? Telem. HD-Skin. Oh, Moment, 1000 Coins. Das ist so auch mit das Schlechteste, was man bekommen kann. Das ist das Schlechteste. Mal gucken, was ich bekomme. Let's go. Ich bekomme mein eigenes Design meiner Wahl. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Also ich design ja immer irgendwas für mich selber. Von daher, alles passt so, alles gut, ich muss nichts bekommen. Ich bin damit zufrieden, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich, haha. Naja, egal, man schenkt sich ja eigentlich selber auch nicht wirklich was, oder? Ah, nee, stimmt, das machen wir eigentlich wirklich. Ich mache mir jetzt Slash Wowel.
Du siehst, hier kannst du Sachen gewinnen, wie zum Beispiel Coins, aber auch ein HD-Skin oder sonst was. Du hast 5000 Coins gewonnen. Das ist eigentlich actually gut. Bist du damit zufrieden? Ja, an sich schon. Allerdings wäre mir persönlich ein HD-Skin lieber gewesen, weil ich den dann an einem Mate verschenkt hätte. So, dann machen wir /Wowel. Und dann sehen wir hier, man kann zum Beispiel einen HD-Skin gewinnen oder auch Coins oder auch ein Profil oder unterschiedliche Sachen. Du hast 5000 Coins gewonnen. Hast leider jetzt kein Custom Design von mir gewonnen, was ich dir dann machen würde. Aber 5000 Coins ist trotzdem auch ziemlich gut. Ist okay, oder? Ja. Und jetzt kannst du etwas gewinnen von mir oder auch vom Server. Also zum Beispiel Coins, aber auch irgendwelche Designs von mir, die ich dir kostenlos machen würde. Aber du hast 5000 Coins gewonnen, so wie die letzten zwei. Holy shit, was ist das denn? Aber ist trotzdem gut. Mehr Coins hätte man hier auch nicht gewinnen können. Bist du damit zufrieden? Nee. Den Roll Command mache ich selber. Das machst nicht du. Den hat Talon programmiert. Ja, den führe ich aus. Nur ich kann das und Talon. Ich kann jetzt nochmal machen, als sollte was anderes kommen. Das ist alles Zufall. Ich war weg, als Talon den Code beendet hat. Ach so, guck, jetzt wären es 1000 Uhr gewesen, guck. Alles gut. Ja, das ist gut, ich nehme ich. Nimmst du an, oder? Ja, gut. Ja. Puh, da hatte ich aber nochmal Glück gehabt, keine weiteren Designs machen zu müssen. Auch wenn ich es den Teammitgliedern gönnen würde, hätte ich nicht wirklich Zeit dazu gehabt. Zudem muss ja auch irgendwann noch dieses Video veröffentlicht werden und Weihnachten ist eigentlich schon längst vorbei. An Silvester werde ich einen großen Stream auf Twitch machen. Die Uhrzeit und das Thema werde ich in meiner neu freigeschalteten Community-Tab-Funktion posten. Ich hoffe, dir hat das aufwendige Weihnachtsspecial gefallen. Wenn ja, dann seid doch so schlau und mach ihn blau und ciao!